Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Action-Haul von mir. Ich zeige euch, was ich so alles bei Action gekauft habe und ich würde sagen, wir beginnen gleich. Es ist nämlich so einiges mitgekommen und ja, ich greife einfach querbeet hier rein. Und zum ersten habe ich hier Papierstrohhalme mitgenommen und zwar in meiner Lieblingsfarbe, in der Farbe Gelb. Und ja, meine Tochter weiß, dass ich Gelb sehr, sehr gerne mag, deshalb liebt sie auch Gelb. Und wir haben eigentlich diese Edelstahl-Trinkhalme zu Hause. Aber manchmal sind halt die auch ganz praktisch. Ja, deshalb habe ich jetzt dazu gegriffen. Es sind hier 100 Strohhalme drinnen und sind 100% compostable. Für meine Tochter durfte dann so etwas mit, und zwar ist das so ein Growing Egg, das man ins Wasser gibt und das dauert dann 2 Tage, zumindest steht 2 Tage drauf, 24 bis zu 48 Stunden, dass dann sich das öffnet hier und dann kommt eine Figur raus. Bei uns war ein Einhorn, also ein Pferd drinnen, hier kann man es genauer sehen. Man gibt da Wasser in ein größeres Glas, das Ei dazu, das springt dann auf und ja, da ist dann eine Figur drinnen. Finde ich immer ganz toll, dazu zu sehen und sehr, sehr interessant. Ich glaube, das gab es zu meiner Kindheit noch nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, und da meine Tochter vor kurzem erst in Quarantäne war, einfach da sie im Kindergarten wieder jemanden Positiven gehabt haben wir einiges an Beschäftigungsmaterial und Zeug, das ich eh immer so zu Hause habe, leer gemacht und aufgebraucht. Und deswegen habe ich hier wieder was Neues gekauft. Und zwar ist das so ein Stickerbuch. Und das ist ein ziemlich, ziemlich hochwertiges Stickerbuch. Denn das Material von diesen Seiten ist sehr, sehr dick und so glänzend. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber sie hat hier auch schon begonnen, diese Seiten zu bekleben und ja, ist auf jeden Fall so ein richtig tolles Stickerbuch. Falls ihr da auch etwas in die Richtung sucht, schaut mal bei Action, also die sind echt toll. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch andere Motive gehabt hätten, außer das. So genau habe ich dann nicht geschaut, mir ist das gleich in die Hände gesprungen und habe mir gedacht, das passt zu meiner Tochter auf jeden Fall. Was ich auch sehr interessant finde ist, wo habe ich das gesehen? Genau, hier kann man dann, das sind auch Sticker, die man dann selbst bemalen kann in der jeweiligen Farbe, die man möchte. Also richtig, richtig toll. Dann, ich habe euch vor ein paar Wochen oder vor einem Monat ungefähr mal so ein Tischuntersetzer gezeigt. Und zwar war der um die Hälfte kleiner als der hier. Das ist halt einfach, also mir gefällt das so, so, so gut. Und wenn man da einfach Blumen drauf stellt und vielleicht noch eine Packung Taschentücher dazu, das bei uns auch immer irgendwo rumsteht, dann sieht das hier drauf, finde ich zumindest ein bisschen schön aus. Und ja, deswegen durfte das hier mit. Ist auch ziemlich groß, hat einen Durchmesser von 38 cm. Dann habe ich diese Taschentücher geholt von Action. Ich meine, so für mich würde ich die ehrlich gesagt nicht empfehlen. Das sind zweilagige Taschentücher und natürlich von der Qualität her nicht so toll. Aber ich weiß, wenn ich das bei meiner Tochter so sehe, die zieht sich ein Taschentuch raus, tut ein bisschen, ja, und dann schmeißt sie es weg. Und das, der Grund dafür ist, dass sie das auch im Kindergarten so lernen. Was ich auch total verstehe, vor allem in Zeiten wie diesen, sollte man natürlich das dann gleich in den Müll geben und nicht irgendwo rumliegen lassen oder so. Von dem her reicht hier auf jeden Fall so ein zweilagiges Taschentuch und die packe ich dann wieder der Kleinen mit in den Kindergarten. Also die wünschen sich das immer wieder mal, dass die Eltern Taschentücher hinbringen und da hole ich meistens dann die hier von Action. Und ich denke, mit 2 Packungen kommen die wieder mal eine Zeit lang aus. Dann habe ich etwas gefunden, was ich so eigentlich nicht wirklich gesucht habe. Aber als ich es gesehen habe, habe ich sofort an meiner Friseur-Hobby-Geschichte gedacht. Ich
Ich habe erst vor kurzem, ich glaube bei Teddy, ja genau, bei Teddy war das, einen Friseurumhang gekauft. Ich färbe und schneide mir meine Haare selbst, auch bei meinem Mann und bei meiner Tochter. Schwager, Schwester und meine Mama kommen auch ab und an mal dran, wenn sie es wünschen, schneide ich ihnen natürlich die Haare. Mich wundert es, denn ich bin natürlich keine gelernte Friseurin und das ist wirklich nur so ein 0815 Schnitt oder so, wie soll ich das jetzt sagen, aber trotzdem sagen sie oder fragen sie mich immer wieder, ob ich ihnen die Haare schneiden kann und dann denke ich mir, warum nicht? Ich finde halt in der Familie ist das so ein Geben und Nehmen und da wird auch nicht irgendwie gefragt, ob das, was ich bezahlen soll oder ob sie mir Geld geben sollen. Das ist klar für mich, dass ich das einfach so mache und ich finde das jetzt ziemlich praktisch, da man den Umhang oft etwas schmaler braucht, als dieser Klebestreifen ist. Und für das habe ich mir eigentlich diese Haarklipser gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß. Weiter geht's dann mit so Kompost- oder ja, Biomüllsäckchen. Und zwar sind das die Papierbeutel. Ich muss sagen, die sind jetzt nicht mein absoluter Favorit. Ich habe da schon am liebsten die grünen Säckchen. Aber ich habe die mal bei Action ausprobiert und die haben mir nicht so zugesagt. Deswegen habe ich jetzt zu denen gegriffen, weil ich ganz dringend welche brauchte. Genau, hier sind 10 Stück drinnen und das sind 10 Liter. Reicht auf jeden Fall wieder für ein paar Mal aus und dann irgendwann komme ich wieder zu meinem Lebensmittelgeschäft, wo mir die Säckchen dann am liebsten sind. Dann habe ich nochmal so Klarsichtfolien gekauft und zwar sind das nicht welche, die mit Löcher hier, sondern nur so, wo man, wie soll ich das jetzt nennen, hier steht drauf eine Aktenhülle, also die man so seitlich aufklappt und einen Zettel reingibt, genau. Hier sind 15 Stück drinnen, das reicht auf jeden Fall aus, ich brauche da jetzt nicht so viele, aber manchmal sind die sehr, sehr praktisch, vor allem so bei mir am Schreibtisch finde ich das immer gut, wenn ein wichtiger Zettel ein bisschen geschützt ist, genau. Dann habe ich euch in meinem letzten Action-Haul schon gezeigt, dass ich mir so ein Body-Spray gekauft habe von Christina Aguilera, dieser schwere, süßliche Duft. Und jetzt habe ich mir den noch gekauft. Das ist ein bisschen, also nicht so ein extrem schwerer Duft. Von dem her finde ich den jetzt ein bisschen besser, dann vor allem für den Frühling oder so. Und der riecht so, so gut, riecht auch wie der Parfum. Und ja, finde ich richtig toll, dass es den jetzt so in einen Body-Mist gibt. Mag ich sehr gerne, wenn ich nach dem Duschen noch irgendwie einen Duft an mir haben möchte, dann sprühe ich mir gern so einen Body Spray auf meine Kleidung drauf. Dann habe ich mir von den Geschenksäckchen wieder etwas nachgekauft und zwar sind da jeweils 5 Säckchen drinnen, einmal in blau und einmal in rosa. Die sind echt sehr, sehr praktisch, wenn man etwas Kleines verschenken möchte, noch irgendein kleines Mitbringsel wo dazu oder ja, ich finde die so praktisch und brauche die immer wieder. Ja, die hat es mal sehr, sehr neutral gegeben, also ohne Schleife. Ich bin ja nicht der Herzchen-Schleifen-Blablabla-Typ. Bei mir darf ruhig alles sehr, sehr neutral und schlicht sein. Aber ja, die gibt es halt jetzt nur so mit diesem, also mit dieser Masche hier dran, wenn ihr das sehen könnt. Ja, finde ich auf jeden Fall auch noch okay, solange keine Herzchen oder so drauf sind. Ja, dann habe ich jetzt endlich mal das hier mitgenommen. Ich habe so etwas schon so, so oft angesehen und dann wieder gedacht, okay, ist das wirklich so praktisch oder nicht? Ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich einfach, ja, ich habe es einfach mitgenommen. Das sind Straßenmalkreiden, diese dicken Stifte. Mal sehen, ob sie praktischer sind als die kleinen. Die brechen ja auch ständig immer wieder ab. Mal sehen, wie die so sind. Wir haben die, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Hier sind 6 Stück drinnen. Und ja, werden wir auf jeden Fall testen, wie diese Straßenmalkreiden so sind. Die kleinen brechen ja immer sehr, sehr schnell ab. Und dann malen sie teilweise die Kinder mit den Fingern schon auf der Straße. Dann habe ich mir dieses wunderschöne Körbchen gekauft. Ich mag so etwas sehr, sehr gerne, einfach um Sachen zu organisieren, die so ein bisschen rumliegen. Einfach in ein, so ein wunderschönes Körbchen rein und es sieht schon viel, viel schöner und besser aus. Ich bin mir auch schon am Überlegen, ob ich das so verwenden soll für
das Badezimmer, da hätte ich auch noch einiges zum ein bisschen zu ordnen. Ja, so Körbchen kann man, finde ich zumindest, immer gebrauchen. Und das war jetzt das letzte mit diesem Muster hier. Es gab noch ein anderes, war auch schön, aber das hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Dann gibt es wieder einiges im Sachen Sportbereich bei Action und da habe ich zu diesen hier gegriffen, zu diesen, ich glaube insgesamt sind es sechs Bänder, glaube ich, fünf? Fünf Bänder, ich weiß es nicht, aber hier sind die für die Hände zum Ziehen dran und dann gibt es auch noch die Lasche dazu und die man um die Füße rumbinden kann, die habe ich jetzt leider das alles schon befestigt an unserem Stiegenaufgang. Genau, da habe ich das befestigt. Ich brauche dann nur mehr die Schlaufe an meinen Füßen dran machen und es geht schon los für Oberschenkel, Po, das für die Hände. Ja, mal sehen, wie lange ich da dran bleibe. Das ist ja immer nicht so bei mir. Aber da mein Mann jetzt auch ein bisschen regelmäßiger Sport macht, das hat er bis jetzt auch noch nie wirklich so durchgezogen, muss ich sagen. Dann motiviert es mich dann wieder ein bisschen mehr, denn immer alleine dabei zu stehen ist auch langweilig. Von dem her mal sehen, wie fit wir in den Frühling starten. Dann habe ich etwas gefunden, was ich nicht wusste, dass es so gibt. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, ich bin nur so ein 0815 Hobbygärtner, aber ich habe die Pfingstrosen hier als Blumenzwiebeln, ja, gefunden. Und zwar waren das die letzten in Rot. Es gab dann noch welche in Weiß, die würden mir auch gut gefallen, ja. Aber so viel Platz habe ich dann auch wieder nicht im Garten. Und hier sind zwei Stück drinnen. Eine Knospe weiß ich auf jeden Fall schon, wo die hinkommen soll. Und ich bin am Überlegen, ob ich die andere Knospe versuche in einen Topf zu geben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp, ob ich das machen kann. Soll. Ja, ich habe es noch nie ausprobiert. Pfingstrosen bei mir im Garten, von dem her bin ich da ein bisschen unerfahren. Wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, ob ich das vielleicht auch in einen Topf probieren kann. Für meine Tochter dürfte dann so eine Mappe mit, da kommen einfach ein paar Klarsichtfolien rein. Sie hebt sich sehr, sehr gerne irgendwelche Zeichnungen von ihr selbst auf oder auch Sachen, die sie im Kindergarten macht und mit nach Hause bringt und sie hat ja jetzt einen Schreibtisch und hat mir gedacht, die Mappe soll dann für sie sein, da kann sie dann auch ihre eigenen Sachen hier drinnen verstauen und aufbewahren. Und zu guter Letzt dürfte diese, ich würde jetzt sagen, nicht so schöne oder besondere Aufbewahrungsbox mit. Auf jeden Fall habe ich mir extra so eine Art Box ausgesucht, da die in unser Auto kommen soll. Einfach da ich da Eiskratzer, Enteiserspray, Schneebesen, so Sachen einfach reingeben kann und nicht im ganzen Kofferraum herumfliegen, vor allem dann jetzt im Frühling, wo man das Zeug nicht mehr so häufig oder eigentlich nicht mehr braucht, habe ich mir gedacht, die Box dann einfach für die ganzen Sachen fürs Auto, auch Autoputzzeug oder so, dann soll das alles da hier reinkommen. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem Action Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Like und vergesst nicht, mich zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.